Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent. Ja, im ersten Part ist ja noch nicht so viel geschehen und ja, außer ein paar kleinen Schocker natürlich, Türen, die von selbst aufgegangen sind. Naja, wir sind jetzt hier in den alten Archiven und werden natürlich weiter der Flüssigkeit folgen. Ja, versuchen wir es mal. Hier ist es richtig schon viel düsterer. Oh Gott. Oh nein, jetzt ist es dunkel. Oh Gott. Muss das gleich am Anfang sein? Mach mir erstmal ein Licht an. Beunruhigende Ereignisse verschlechtern deinen geistigen Zustand. Er kann wieder verbessert werden, wenn du Rätsel löst und weiter vorankommst. Ja, also, ehrlich gesagt, gefällt mir diese Dunkelheit gar nicht, aber wir müssen weiter. Oh mein Gott. Wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, ich mag keine Türen, die sich von selbst öffnen. Und ja. Ich hoffe, diesmal läuft alles auch flüssiger als beim letzten Mal. Wenn nicht, werde ich die Grafikeinstellungen noch ein bisschen weiter runterschrauben müssen. Aber ich denke, so ist es doch schon ganz gut. Was war das? Oh Gott, wo kommen die Kakerlaken her? Oh Gott. Oh Gott. Also, jetzt sind sie weg. Oh, es ist übel schon. Zwei Sonnenbüchsen. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts, wenn ich die aufhebe. Oder? Nein, gut. Oh. Oh Gott. Oh, also ehrlich, Leute, das ist schon richtig heftig jetzt. Dieses Knarren, die Musik, oh, die Stimmung einfach. Das ist einfach der Hammer. Gehen wir mal wieder hoch und weiter. Gott, ey, die... Oh, wenn ihr mich schon hören könntet. Zünde mal hier nochmal eine Fackel an. Puh, wagen wir es weiter? Ja, würde ich schon sagen. Oh Gott. Ehrlich gesagt, dieses... Ich weiß nicht, was es genau ist, aber dieses komische Brummen im Hintergrund. Waren da gerade Schritte? Oh Gott, also dieses Brummen im Hintergrund und die ganzen Hintergrundgeräusche, die... Oh nee. Die... Ja. Die machen mich schon ganz schön fertig. Also, boah, heftig. Gehen wir mal weiter. Oh Gott. Oh Scheiße, was ist das? Oh. Ey, das macht mich fertig. Oh Mann, warum habe ich mich für dieses Spiel entschieden? Oh Gott. Ach. Okay, naja, ziehen wir es durch. Ich hoffe, da kommt jetzt niemand. Wo ist die Hand? Ah, ich kann das Ding nicht nehmen. Oh Gott. Ja, das ganz ruhig. Ja. Okay. Diese Hintergrundgeräusche, die machen mich total fertig, ehrlich gesagt. Oh. Ja, also ich danke nochmal allen für das gute Feedback beim ersten Part. Ich hoffe, ich werde es auch weiterhin so gut machen. Ja, die technischen Dinge, die werde ich auch noch etwas verbessern. Ist ja klar. Oh, ich kann hier Bücher nehmen. So, der Daniel will jetzt ein bisschen lesen. Nee, das Buch ist langweilig, lass uns fallen. Ah, so viel Staub, ey. Eine Laterne. Das schreit doch nach.
Oh mein Gott. Okay, ich werde wahrscheinlich, nachdem ich die Laterne genommen habe, erstmal eine kleine Pause machen müssen, weil ich dann so viel Angst habe. Oh Gott. Also, wagen wir es und nehmen die Laterne, oder? Also. Okay, solange jetzt nichts passiert. Erstmal muss ich mich beruhigen. Moment. Mit der du hast die Laterne aufgehoben. Ist sie mit Öl gefüllt, kannst du sie mit F oder einem Doppelklick auf das entsprechende Symbol im Bestand entzünden. Nichts? Es kommt nichts? Okay, gut. Die entzünden wir jetzt aber noch nicht. Oder? Oh Gott, das macht mich total fertig hier. Oh. Aber ich muss ehrlich sagen, die Stimmung ist Hammer. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Ich mach die Tür mal hinter mir zu. Ich mag das nicht mit offenen Türen. Habe ich glaube auch schon im ersten Part gesagt. Ich krieg schon immer, wenn ich bei anderen Let's Playern sehe, wie Amnesia oder so Custom Story spielen, kriege ich schon immer die Krise, wenn ich sehe, wie die Türen offen lassen. Denke ich mir, nein, mach sie zu! Ja, aber naja, ich spiel jetzt selber. Das Schloss zittert. Puh, ja, das Schloss hat auch Angst. Es hat Angst vor mir, ganz eindeutig. Es wird wissen, dass ich es total fertig machen werde, wenn es mir auch nur zu nahe kommt. Ja. Oder auch nicht. Ich bin ja nicht mehr stark genug, eine Kiste aus dem Regal zu ziehen. Naja. Dafür die Flüssigkeit hin, aber ich will mich erst noch in dem Schrank umschauen. Ich will ja sehen, wo ich mich überall verstecken kann. Ein Besen und ein Teppich und eine Zimmerbüchse. Noch nichts, okay. Kisten, Kisten, Kisten. Jetzt habe ich gerade gedacht, die Tür bewegt sich. Boah. Also meine Güte, das ist echt. Boah. Okay, sollen wir es wagen und da weitergehen, da wo die Flüssigkeit hinführt? I don't like this. Nicht das Gruseln im Hintergrund. Da ist ein Schalter, den betätigen wir jetzt noch nicht. Okay. Da führt also die. Ah, mein Öl ist da. Da führt also die Flüssigkeit hin. Keine Mementos vorhanden. Mit einem kannst du schnell die neuesten Texte lesen. 19th of August 1839. I wish I could ask how much you remember. Ich wünschte, ich könnte fragen, an wie viel du dich erinnerst. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas übrig bleiben wird. Afraid, ja, ich bin so langsam. Lies es selber, drück Pause oder so. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Oh Gott, also das war jetzt ja schon heftig, was wir hier gelesen haben. Also wir haben einen
Trank genommen, um Sachen zu vergessen, und wir müssen dann in das innere Heiligtum, um, ja, um den Alexander, oder wie der heißt, zu töten, und wir sind anscheinend auf Schloss Brennenburg. Und uns verfolgt ein Schatten, der die Realität zerstört, und wir können müssen vor ihm fliehen und gleichzeitig noch irgendwie den Alexander erwischen. Puh, das klingt ja... Daniel, in was bist du da nur hineingeraten? Naja, werden wir das schaffen? Ich denke schon. Was passiert, wenn ich das Öl nehme? Okay, nichts. Gut. Füllen wir gleich die Lampe ein bisschen. So. Huch, was liegt denn da? Ah, das ist wohl... Ja, wir haben wohl hier den Drang zu uns genommen und sind dann, wie am Intro, durch die Türen und durch die Gänge. Und hier ist das Glas von dem Drang. Ah, okay. So, schauen wir uns noch ein bisschen um. Flaschen. Die drübensten Kisten. Das Regal sieht anders aus. Das macht mir Angst. Was ist das? Scherben. Boing, boing, boing. Eine etwas schwere Scherbe. Schwere Scherbe. Oh Gott. Ja. Ich mag den Hebel nicht. Muss ich den betätigen, damit das Regal zum Beispiel zur Seite geht? Ist dahinter was? Nö, dahinter ist nichts. Okay, was ist dann? Wofür ist es dann hier? Ich sehe jedenfalls nichts. Okay. Muss ich den Hebel betätigen? Okay, dann wagen wir es. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich gleich sterben werde. Naja, ist natürlich was, kommen uns jetzt noch nicht. Schon wieder Kakerlaken. Halte die... Ja, egal. Eingangshalle. Okay, dann gehen wir jetzt in die Eingangshalle. Wenn man nach Canterbury will, muss man Dover durchqueren. Er nahm sich einen Besuch vor, um sein schlechtes Gewissen gegenüber der vernachlässigten Familie zu beruhigen. Puh, wieder der Ladebildschirm. Und ja, die Texte, die, naja, sind ja... Ich frag mich, was sie mit der Geschichte zu tun haben. Oh Gott, jetzt sind wir in der Eingangshalle. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen um. Um zu laufen, halte C beim Bewegen gedrückt. Ah, gut zu wissen. So, ich würde sagen, aber hier, wenn wir jetzt an der Eingangshalle sind, mache ich wieder einen kleinen Schnitt. Ja, hier beim Gruseligen. Mit merkwürdigen Schreien im Hintergrund und meine Laterne ist schon wieder aus. Und ich habe kein Öl mehr. Ich bin voll die Ölverschwenderin. Unglaublich schlimm. Naja, wird sich bessern. Ich verspreche es euch. Ja, und ich hoffe, diesmal hat sich auch das technische Zeug verbessert. Eine kaputte Treppe. Schön. Ja. Durchsuchen wir erstmal alles und dann mache ich einen kleinen Schnitt. So, also. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Oha, also wir hatten wohl gerade einen Flashback. Und so wie ich das sehe, geht's da runter zur Raffinerie und zum inneren Heiligtum. Keine Ahnung. Das ist das Eingangstor. Da drüben ist wohl auch noch irgendwas. Und dann, aber ich würde sagen, wir gehen dann erstmal hoch. Nein, erstmal gehen wir dahinter.
Da ist der Eingang. Oh, eine Kiste. Also, so wie ich weiß, kommt hier noch nichts. Also, ich höre nichts Gefährliches. Aber ich will die Zunderbüchse noch haben. Nimm jetzt die Zunderbüchse. Daniel, ich bitte dich. Ah, jetzt. Nein. Ja, ich muss noch ein bisschen mit der Steuerung zurechtkommen. Was das Nehmen von Gegenständen betrifft. Bücher, Bücher, Bücher. Also, da habe ich viel zu tun, wenn ich da lesen will. Kakerlaken. Bücher. Yes, ich mache jetzt die Lampe noch nicht an. Die mache ich erst an, wenn es wieder richtig dunkel wird. Hier habe ich ja Licht. So eine Büchse. Es ist groß. Schöne Fenster. Können wir nicht einfach ein Fenster einwerfen? Warum ist eins vernagelt? Wahrscheinlich, um irgendwas draußen zu halten. Da ist ein Bild. So. Oh Gott. Scheiße, was ist das? Ekliges Geräusch. Okay, das ist... die Musik gefällt mir gar nicht. Immer hier erstmal weg. Also ich mache erstmal einen kleinen Schnitt und ja, werde mal schauen, wie die Aufnahme so lief. So, also dann mache ich hier jetzt einen Schnitt, schön im dem Lichtstrahl hier. Und dann sieht man sich im nächsten Part, wenn er nicht so kurz ist. Ja, also ich hoffe, es hat euch auch wieder gefallen und ja, bis zum nächsten Mal.